herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rektakulär Zerreißprobe mit mir, dem Schwanke. Ja, letztes Mal haben wir den Rotweinsuff kennengelernt, haben Scott Merkel ins Gesicht gefurzt. Ich zeige euch auch mal eben kurz, wie das ungefähr aussieht. Ein guter Tag, um Diabetes zu haben. Weil es einfach Spaß macht. Aus dem Weg! Ich hab Spaß daran, ihm ins Gesicht zu forcen. Hier kann ich auch mal den Zaun einschlagen. Wir stehen übrigens direkt bei Jimmys Haus, aber ich will jetzt erstmal gucken, was wir hier hinten finden. Ja, ich weiß, dass ich ein Rätselmeister bin. Wir haben den Sturmanzug gefunden. Wir sind ein Kleidungsträger. Ach ja, und ich habe unterwegs noch zwei Selfies eingesammelt. Also nicht wundern, dass da jetzt die Zahl höher ist. So, dann befragen wir mal Classy. Oh, du bist's wieder. Was geht, Held? Furz mir bloß nicht ins Gesicht oder so. Hey, Blitzfreak, einer deiner Superkumpel ist hier. Okay. Oh, hey, der Kuhn hat gesagt, du sollst die Zeugin befragen. Also los, mach dein Ding. Du weißt schon, dass wir nicht reden. Nur zu, frag sie, was du willst. Oh, sehr schlau. Die Schweigebehandlung kann einen Zeugen echt nervös machen. Okay, ich weiß, dass ihr meine Hilfe braucht, aber ich rede erst, wenn ich meine Medizin habe. Okay, gehen wir zum Doktor. Ja, ich kann ohne meine Medizin nicht klar denken. Du musst den Shit für mich abholen, okay? Bis ihr mir meine Kackmedizin besorgt habt, erzähle ich euch Zwergen einen Scheißdreck. Das klingt super. Tja, also gut. Sieht aus, als hättest du noch mehr Arbeit. Aber bevor du losziehst, zeige ich dir was dir bei der Verbrecherjagd hilft. Oben in meinem Zimmer, schnell. Okay, danke, dass du mir den Weg abkürzt. Was ist denn das? Okay, es ist Zeit, deine Superkräfte aufzurüsten. Stell dich in den DNA-Fibulator. Okay. Gut, Wunderarten. Ich erkläre dir alles. DNA, hohe Schmerzgrenze, Mutantenstärke und übermenschliche Treffergenauigkeit. Siehst du den Helden-DNS-Slot, den ich dir freigemacht habe? Was du da reinschreibst, wirkt sich stark auf deine Effektivität aus. Okay, das klingt doch richtig nützlich. Wähle etwas, das gut zu deinen Kräften passt. Ändert meine Werte komplett. Kann auch weniger Gesundheit bedeuten. Was könnte ich denn gut gebrauchen? So wie Steroide deine Eier schrumpfen, angeblich. Bei Mutantenstärke habe ich 20 plus bei Power, bei hoher Schmerzgrenze geht die Gesundheit hoch. Und hier geht die Intelligenz hoch, würde ich sagen, aber ich brauche Power. Jetzt weißt du, wie sich wahre Macht anfühlt. Weil ich bin einer der Nahkampf hier. Alles klar, hast du es kapiert? Dann geh da raus und tritt ein paar Leuten in den Arsch. Mit meinen Blitzkräften hier. Ach, ich habe letztes Mal was vergessen. Ich habe ja hierzu noch was eingesammelt. So, wo finde ich denn den? Ich muss einmal durch die halbe Map laufen. Das kann kurz was dauern. Warte mal, ist es die Medizin, von der ich denke, dass sie es ist? Hey du, hier spricht Human Kite. Weißt du noch das Problem, bei dem du mir geholfen hast? Es ist wieder da. Komm bitte sofort zu meinem Haus, ja? Ich bin auf dem Weg. Das klingt interessanter als das, was ich gerade vorhabe. Los, vorwärts! Wir müssen zu... Hier, Viertklässler! Der hat die Zeitung mitgenommen, die wollte ich noch lesen. Gibt's wohl einen neuen Kampf mit Human Kite? Tja, du hast einen über die Stränge gezogen, ne? Wenn der Kaffee das und heißt der aber auch, dass ich im falschen Haus wieder...
Oh ja, dieses Lammfell wird ordentlich durchgenudelt. Machen wir ein Vorherbild. Ja. Wuhu! Ich habe ja sein Kondom dabei. Danke dir. Du bist besser als dein Tunichtgut von Vater. Ja, jetzt habe ich das Kondom nicht mehr. Das war jetzt aber Kals Haus. Gut, dass du da bist. Hier drüben. Dann verprügeln wir Humankind. Nummer 2 wieder. Ich hab Bock auf Pornos. Ich wollte gerade sagen, ich freue dich, aber ich bin schneller als er. Im Hinterhof. Okay. Im Hinterhof. Klingt gut. Bin wieder da! Super. Kümmerst du dich bitte um ihn? Schau, Kyle, da ist das fiese Kind, das mich verprügelt hat. Ja, du bist auf die Fresse geflogen, ich hab dich nicht verprügelt. Keine Sorge, Kyle. Ich habe diese Supersensoren entwickelt, mit denen es für uns fast unmöglich ist, verprügelt zu werden. Ich muss mich raushalten. Mach bitte, bitte, dass er abhaut. Bereit für dein Ende, fieses Mobbingkind? Ich bin kein Mobbingkind. Ich kann nichts dafür, wenn du auf die Schnauze fliegst. Human Guide kann nicht mitmachen. Ich will Mosquito haben. Supercrack bringt's nicht. Nee, warte, Captain Diabetes bringt's noch weniger. Hier ist wie das Rote Meer. Ohne Moses kommt ihr hier nicht durch. Wow. Und jetzt schau mal. Ich hab's durchgeschafft. Ich hab ein gutes Gefühl bei der Sache. Hohe Kunst. Hohe Kunst. Danke fürs Rumstehen wie ein Reh im Scheinwerfer. Ich weiß, dass ich's verbasteln werde, aber gut. Nope. Oh Gott, Arschlord hat sich gefickt. Ich furz es einfach nicht. So, das erste wäre schon mal... Ich bin dran. Ich hab genug von dem Kack. Bam. Die Wand ist weg. Aus dem Weg, Kuhn-Freunde. Daddy ist da. Direkt. Mich kratzt im Hals, hat wie ein Hustenlutschbonbon. Okay, ich werde das Verrücktes versuchen. Haltet euch fest. Wow, das hat funktioniert. Könnte meine Hymnigkeit das bitte auch machen? Ich habe eine Magenverstimmung. Ein Teechen wäre gut. Hau rein, Neuer. Ich hau ihn mit seiner aus dem Maul. Jetzt reicht aber! Okay, jetzt reicht's! Okay. Das habt ihr jetzt davon! Jetzt wird Humankind seinen hebräischen Glauben nutzen, um die Macht des Windes anzurufen! Hikmael Schickinger! Was? Möge die Kraft des Windes bei den Drachen in die Lippen... Ah, er hat dich losgerissen! Oh nein, mein Drachen hängt ja, in den da waren die Macht des Windes. Dann gib auf! Keine Sorge, Superkumpel Cousin. Ich hab vielleicht keinen Drachen mehr, aber ich hab noch meine Superwaffe. Tante Sheila, diese Kinder ärgern mich! Oh, was, super. Was? Wer ärgert dich hier? Wer seid ihr denn? Ich ruf jetzt eure Mütter an. Das geht nicht gut. Auf sie, Tante Sheila! Oh, bin ich jetzt dran? Ich kann auch noch warten. Nein? Also los! Ja, Kai, ich werde wohl deine Mutter verprügeln müssen. Omega Crash extra! Nicht meine Mom, Arschloch! Kyle! Alter, das ist meine Mom! Hört mal alle auf! Wir treiben es zu weit! Scheiß drauf! Diese Burschen müssen mal Manieren lernen! Ja, yeah, Tante Sheila! Wenn ihr meine Mom vermöbeln wollt, müsst ihr erst an mir vorbei! Witzig. Für Kai vielleicht nicht, aber es ist echt witzig. Zieh kein Fett! Ihr wagt
auf meinem Grund und Boden mit meiner Verwandtschaft anzulegen, euch schlag ich tot! Grom, beruhige dich! Oh nein. Passt gut auf, sonst werde ich euch eine Lektion erteilen! Nimmst du das jetzt hier mal ernst, Super Craig? Eher nicht. Das ist fürs Gute, der wird sich ernst nehmen. So, Attacke auf alles Abend! Der Geist hier. Mega Angriff von allen. Hey! Finger weg von meinem Neffen, du Stück Scheiße! Zumindest bisher. Keine Ahnung, ob da noch was kommt. Ich trete eure verfickten Ärsche bis nach Kanada. Mach auf, die hat ein Schimpfwort gesagt. Schlag sie für den Kuhnfurzkiste. Super Tempo! Muss ich sofort beenden? Hey, hör sofort auf! Weg damit! Oh nein. Bleibt von meinem Bubele weg, ihr kleinen Monster! Nope. Verkackt! Mir wird schwummrig, ich brauche einen Salzcracker. Du miese Stück Dreck! Autsch! Reiß dich zusammen! Das habe ich kaum gesehen. Okay, die Mutter ist. Lass mich nur kurz an den Leichen lutschen. Oh Mist, das ist mir jetzt. Das wollte ich überhaupt nicht so sagen. Ich hab ein Dreidel. Und maximales Jersey. Mit DNA. Geil. Mom, alles okay? Ganz toll, Jungs. Kyle, geh und ruf die Polizei. Die sollen diese Kinder verhaften. Nein, nicht, Mom. Keine Polizei. Das ist alles meine Schuld. Was? Nice. Weißt du, ich habe es nicht ertragen, dass mein Cousin mir dauernd alles nachmacht. Humankind geht es ums Menschenretten, nicht um das Judentum. Schaut euch mal an, was ihr angerichtet habt. Ich sollte deine Freunde alle anzeigen. Wieso? Und, wir haben niemanden getötet. Und verletzt ist auch keiner. Bitte, ich mach's wieder gut. Du wirst deinen Cousin ab sofort mitspielen lassen. Ist das klar, junger Mann? Hey, Kyle, Tante Sheila sagt, ich darf bei euch mitspielen. Ja, ist das wirklich so gut? Du mit uns spielen. Yippie! Und jetzt holt seinen Drachen aus dem Baum. Vorher wird nicht weitergespielt, und wie kommen verstanden? Wir da dran? Komm, wir tun dir Desinfektionsmittel drauf. Ich hasse handelsübliche Desinfektionsmittel. Vom Lidocain kriege ich immer Ekzeme. Was? Ach, wie kommen Kacke. Wir da hoch? Wie kriegen wir den da runter? Warte mal, wir sind Furzboy. Ich hab's kapiert. Du kannst auf Knopfdruck furzen. Echt Wahnsinn. Okay, wir haben hier noch was Neues. Oh, hey! Klasse Idee! So, wie wird das jetzt funktionieren? Ich... Bam! Bam! Belogen. Dein Arsch steckt voller Überraschungen! Meins! Wir haben's geschafft! Jetzt muss Mom nicht mehr sauer sein! So, und wieder runter. Ab. Wir haben die Furz. Ich nenne es Furzkuh. Wenn du hohe Orte erreichen musst, ruf mich und mit Furzkuh schaffen wir es hinauf. Hoffentlich müssen wir das nie in der Öffentlichkeit machen. Oh doch, werden wir. Und es wird uns Spaß machen. Das brennt jetzt vielleicht kurz, Bubele. Oh, ouch, ouch. So. Ich hab's zurückgegeben. Oh, willst ein okay, Selfie? Mach ein Foto, aber nur, wenn es schnell geht. Ich hab ein Selfie mit Profdowski. Okay, jetzt. Okay, ich vergebe dir. Sag, Humankind aus einem alternativen Universum. Sag. Kein Schwort. Nice. So, jetzt müssen wir Classics Medizin holen. Obwohl, warte mal, rechts war doch, glaube ich, auch was mit diesen hier fährt Klässler. Ich weiß, dass wir mal dort waren. Bei Kennys Haus. Und da war auch sowas. Sicherlich irgendwas Interessantes. Wo haben sich diese Scheißkatzen ver... Hier, Mizi.
Da. Ich sag doch, hier war was mit Furzkur. Und? Das ist ziemlich cool. Okay, geschafft. Das gönne ich mir. Das Trinkgefäß des Hipstertums, was eigentlich nur ein Kaffee ist. So. Ab nach unten. Startbereit! Oh, doch nicht. Sei gegrüßt, Krieger von Mamaria. Ich bin der rechtmäßige Verehrer der Prinzessin. Der Kai, ich hab deinen Krieger, Vater gefunden. Den die Busenarena je gesehen hat. Wieder musste ich kämpfen. Ich habe gesiegt, aber ich bin geschwächt. Ich muss einen Heiltrank zu mir nehmen, damit ich zur Liebsten in Hippopolis zurückkehren kann. Kannst du mir da weiterhelfen? Hier, Mizi. Habe ich das Zeug dabei? Oh Mann, das ist super. Wenn du mal Hilfe brauchst, ruf mich und ich werde an deiner Seite kämpfen. Ich kann jetzt Jared auf Drogen beschweren. Auch noch ein Selfie. Klar, ein Porträt mit dem größten Krieger von... Hey, du markierst irgendwo anders dein Revier. Er hat einiges zu erklären. Ganz für mich allein. Ja, das ist mein Dad. Dann mal los! Und ja. Er ist auch noch stolz drauf. Wir sehen uns! Ich soll euch erstmal einen weiten Weg laufen. So ein braver Viertklässler. Bisschen näher noch? Bei Big LL will ich noch zu Hause vorbeischneien. Ich habe sein Haus noch nicht unter die Lupe genommen. Und folglich auch nicht sein Klo. Das können wir nicht so stehen lassen. Dieses Klo ruft nach uns. Ohne uns wird es sterben. Aber wenn das jetzt sowieso dort ist, wo ich denke, dass wir hin müssen, können wir da zurzeit eh nichts machen. Dann müssen wir wahrscheinlich hier noch irgendwas irgendwie besorgen. Ach du großes Arschloch, wo sind die Muschis nur hin? Weiß ich doch nicht. Hey, Zuckerstückchen, die haben nicht angerufen. Machen wir ein Selfie? Wenn sie angerufen hätten und mir gesagt hätten, wo sie sind, könnte ich dir antworten, wo sie sind. Oh mein. Diese verflixten Sechstklässler, wie ich sie hasse. Ich hoffe, sie haben sich nicht meine Kätzchen geschnappt. Hoffe ich mal auch. Kannst du meine Kätzchen suchen? Ohne sie habe ich einfach überhaupt keine Lust auf gar nichts. Okay, ich muss erst die Katzen finden, dann kann ich mit ihnen ein Selfie haben. Aber vorher Küche plündern. Es gibt nichts Wichtigeres. Komm da nicht dran. Jetzt bin ich dran gekommen. So, da ist das Schlafzimmer. Es ist zwar toll eingerichtet, aber nicht so meins. Ich warte jetzt hauptsächlich auf die Bilder an, zum Beispiel das da, wunderschönes Bild. Und da ist das, was ich gesucht habe. Mein bester Freund auf Erden. Der Superheld, der in jedermanns Haus rumeiert. So. Stern 1. Geschafft. Stern 2 geschafft. Und Stern 3 auch geschafft. Jawohl, beim ersten Versuch haben wir dieses Klo bewältigt. Das heißt, ich konnte ausnahmsweise mal einen anständigen Haufen setzen. Na dann dahin, wo wir jetzt wirklich hin wollten.
Hey, Pupsemäuschen, hast du meine ausgebüxten Muschis schon gefunden? Nein, die suche ich gerade selber. Die können ruhig bei mir anrufen, wenn sie her wollen. Ich hab nichts dagegen. Ein paar Kätzchen zum Streicheln sind immer schön. Nicht falsch denken, Perversus. Komm her, ich zeig dir, wie man Ich spreche von wirklich echten Katzen und nicht von Frauen. Ist geil vor allem für dich, Sunny. Weil ich weiß ja, dass du hier jeden Part siehst. Okay, neue Schnellreisestation. Bisschen Money. Sollen wir heute Tumult stiften? Hey, Neuer, kannst du mir vielleicht kurz helfen? Wir kriegen dich noch! Ich hab diesen Ex-Freund, den ich jetzt hasse, und der hat noch meinen Laptop. Wenn er ihn dir nicht gibt, sag ihm, dass ich die Bullen rufe. Er heißt Tweak. Du findest ihn vermutlich im Café seiner Eltern. Gib ihm das. Bin dabei. Hol meinen Laptop von Kann ich auch nochmal eben schnell erledigen. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Hier kann ich eine Kaufaufnahme aufbringen. Hast du unsere Saisonkarte gesehen? So gut wie dein Lieblingsflanell. Ich denke, wenn der erste, ich einen sehr Kaffee kaufe. Es war mir ein Vergnügen. Mache. Weil aber beim gerne, letzten Tag wollte Kunde. Der auch nur irgendwas machen, wenn man was gekauft hat. Da ist mir runtergefallen. Das ist meine Maus. Ich liebe handgemachte Bioset. Tut mir leid. Ich mache mir zu viele Sorgen wegen Tweak. Glaubst du, ihm geht's gut? Mit der kann ich erst ein Selfie machen, wenn die beiden sich vertragen. Na, wie laufen die Geschmackstests? Ich schmeck keinen Unterschied mehr! Bleib dran, wir suchen die perfekte Sonnenuntergangsmischung für dich. Okay. Was ist das? Rück meinen Laptop raus, du Arsch! Oh, du arbeitest also für ihn, hä? Dann sag ihm, er kann seinen Laptop wiederhaben, wenn ich mein scheiß Meerschweinchen zurückkriege! Hä? Wir haben es gekauft, als wir zusammen waren, aber Stripe gehört mir! Hä? Ich hab bezahlt und noch den Kassenzettel! Hä? Findest du es richtig, dass er Stripe behalten darf, obwohl er mir in den Rücken gefallen ist? Sag ihm das mal! Okay. Ich will mich hier nicht in den Streit einmischen. Offenbar gehen wir zur Medizin erst im nächsten Part. Was meint Tweak von wegen Laptop? Das scheiß Meerschweinchen? Ach, na gut. Du weißt ja, wo Stripes Käfig ist. Bring ihn dem Arschloch. Wenn du das Tweak gibst, dann sag ihm doch mal, dass man keine Bedingungen zu stellen hat, wenn man jemanden sitzen lässt. Ja, wir haben hier neue Fähigkeiten ja offenbar heute geholt. Wie zum Beispiel die Furzkur und Jared im Drogenrausch hier als Beschwörung. Und ich sage, lasst doch ein Like oder ein Kommi da, wenn es euch heute gefallen hat. Ein Abo tut auch nicht weh, falls ihr meinen Kanal feiert. Und wir sehen uns beim nächsten Part von der rektakulären Zerreißprobe. Bis dann!